Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. In dem Falle jetzt mal bei Abstergo, mal wieder, so zur Abwechslung. Wir sollen für den Du Herrn bist I echt eine Diva. Geht schon Kurier. Schnauze, ich bin am Reden. Wir sollen jetzt gerade für unseren Herrn IT-Spezialisten, der wohlbemerkt eine Persönlichkeitsstörung hat, das Video, was wir letztes Mal gesehen haben, abgeben. Unten. Dem Kurier. Ja, dem Kurier. Das machen wir jetzt aber einfach mal nicht. Wir hacken uns jetzt zuerst mal hier in die anderen Computer. Dafür muss ich jetzt hier aber nochmal aufmachen, damit ich sehe, welche Computer ich überhaupt hacken kann. Machen wir auch gleich mal. Quatsch, Nummer 1. Okay. Du bist echt eine Diva. Geht schon, Kurier. Mann, jetzt halt doch mal die Klappe, bitte. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich habe hier wichtige Sachen zu machen. Klappt das? Huch. Nee, okay. Gehen wir mal hier zurück. Darüber. Das wäre der gleiche Weg wie vorher, den wollen wir nicht. Klappt das? Nö. Und so? Yay! Geknackt. So, mal gucken. Nochmal ein Video? Ja, lad mal. Ja. Hey Dad, weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, aufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast, war ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe.
Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Wow. Tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich so eine Memo finden. Ist eigentlich eine schöne Geschichte von Desmond. Aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Wir wissen ja, also die vorherigen Teile gespielt haben, ist jetzt nicht so ein großer Spoiler. Wissen wir ja, dass es nicht wirklich immer gut mit seinem Vater hatte, dass er schlussendlich auch eigentlich immer nur Streit mit ihm hatte und sie sich kaum einig waren, selbst wenn sie dasselbe Ziel hatten. Von daher, dass er dann so eine Kindheitserinnerung aufruft, ist zwar so ein typisches Klischee, klar, aber ist trotzdem ich schön. Ich würde auch selbst abliefern, aber ich stecke gerade ganz tief im Datenbankcode. Ja, und das interessiert mich jetzt inwiefern? Ich hack jetzt den hier, so. Ja, aber der kann ich auch. Ich bin eine Frau, ich kann mehr rumbocken als er. So, knacken wir den hier. Finde ich süß, dass sie das in Form von so einem kleinen Minigame gemacht haben. Yay, und schon haben wir es. Ne, geht ja wunderbar. Wenn alle so sind, haben wir keine Probleme. Das ist ganz bestimmt nicht. Kernzugriff gewährt. Super. Genau, laden. Kern durchbrochen. Yay! Oh! Ohohoho! Da will ich gar nicht weiter runter scrollen. Oh, und mach's trotzdem. Oh, aus welchem ist denn das? Aus dem zweiten, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Anspielung aus dem zweiten Teil. Krass. Also sehr viel mit Geschichte, gerade von Desmond. Hauptsächlich hat es anscheinend mit Desmond zu tun hier. Was mich natürlich sehr freut, da ich damals echt total traurig war. Als er nicht mehr dabei war. Also, als er tot war. Das, die haben ja jetzt eh schon vorgespoilert, kann ich ja jetzt auch nichts mehr dran erinnern. Im einen Flügel und fünf im anderen. Die Aufzüge funktionieren? Fühlt sich endlich wie eine Hightech-Firma an. 30 Grad in dem einen und 5 Grad im anderen? Geht schon, Kurier. Nee, nee, nee. Ja, ich komme. Weißt du was? Ich mach das mal einfach nur, damit er uns nicht mehr auf den Keks geht. Dann gucken wir halt nachher alles nochmal durch. Ja, ist das. Mann. Ich beug mich hier den Willen von allen. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Ich will selber erkunden. So, runter in die Lobby. Mit dem Aquarium, mit dem riesen Aquarium hier. Das sieht schon irgendwie cool aus, aber... Ja, naja. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein, nein, nein. Ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Mhm. Okay. Hey, Leute. Ich hab oh, da was. Wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Kann sein, ja. Ich denke schon. Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Sie ist wirklich toll im Gegensatz zu dir. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Meine Fresse, was hat denn der für Probleme? Oh, da fehlen mir echt die Worte bei solchen Leuten. Oh, ich hab dich so lieb, ich finde dich so toll, wir brauchen dich unbedingt, du musst uns helfen. Und kaum machen wir es, du bist ja eh für nichts zu gebrauchen, bist ja eh nur so ein scheiß Angestellter. Meine Fresse. Komm mal mit deinem Leben klar, Junge. Mach doch deine scheiß Aufträge das nächste Mal alleine. Was? Mann, Mann, Mann. So, auf der Toilette ist niemand und sonst auch nichts. Gut zu wissen, denke ich. Im alten Gebäude war der Kaffee besser. Geh das mal schon sagen. Ja, das stimmt.
Können wir hier... Oh, da können wir da auch noch rein. Ah, hier haben wir doch angefangen. Hm. Können wir denn vielleicht raus? Hallo, der Herr. Würden Sie... ich muss... Hallo? Lass mich... Herr, ich muss raus. Es ist ein dringender Notfall in der Familie. Hallo? Naja, war ein Versuch wert. Was können wir denn hier unten noch machen? Boah, die Wände sind schon cool. Das zu Hause zu haben? So anstatt Tapete so ein Screen, der immer wieder Bilder wechselt? Boah, das wäre echt cool. Kostet bestimmt aber auch eine Unmengen Geld. Level 2, da kommen wir nicht rein. Da ist eine Überwachungskamera drin. Aha. Okay. Wahnsinn! Wir haben es geschafft, den Stream konstant bei 5 GB pro Sekunde zu halten. Mit genetischen Erinnerungen? Das ist super. Und das über das normale Breitbandnetzwerk, direkt zu den Leuten nach Hause. Cool, schön. Wow, das wird wirklich alles verändern. Ist doch schön. Und so, ja, keine Ahnung, was sie damit meinen, aber wird schon Richtigkeit haben. Was macht die denn da? Die chattet. Okay. Lassen wir sie mal. Können wir dann vielleicht auch mit anderen noch interagieren? Hallo? Nee. Die tun so, als ob wir nicht hier wären. Na denn? Sonst haben wir hier alles abgegrast, ne? Dann gehen wir also wieder hoch. So, gehen wir mal in den zweiten Stock wieder. Gehen da mal gucken, ob wir da noch irgendwie was machen können. Fahrstuhlmusik. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Support in die zweite? Was? Was? Subjekt 17 ist Desmond. Was ist denn mit Desmond? Können wir uns denn hier vielleicht... Können wir hier jetzt Sachen ausdrucken? Nee, okay. Na, dann halt nicht. Was? Wird hier irgendwas wegen Desmond gemacht oder was? Oh. Weise mir den Weg. Nee. Oh, hier können wir rein. Ui, schnell. Was? Wir alle hoffen? Aha, Mann. Ja, das kennen wir ja schon. Was ist denn hier? Ist das hier, was ist hier? Also so bei gewissen Möbeln. Gerade auch in anderen Spielen oder auch in der Realität manchmal frage ich mich auch, wie kann man sich sowas zulegen? Das ist auch so ein Exemplar davon. Huch, erspeichert. Ist hier was? Ja, eine Notiz. Hier. Black Flag. Okay, war das das ursprüngliche Cover? Oder wie? Kalender, hier überall Assassin's Creed-Anspielungen von den vorherigen Teilen. Und eine Haftnotiz mal wieder. Aha, die arbeiten hier anscheinend auch an anderen Projekten, wie man so sieht. Ja, das sieht ja aus wie von Call of Duty, so eine Waffe. Habe ich nie gespielt, ich bin eher der Battlefield-Typ. Dann hacken wir uns hier mal rein. Und jetzt pass gut auf, beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Aha, das heißt, wir dürfen hier nicht rankommen an diese roten Dinger. Okay, gehen wir mal hier lang und dann so, so. Hier rüber. Das müsste klappen. Da, scheiße, das war zu früh. Ich sollte aufhören, Let's Plays zu fluchen. Na, wird's bald. Geht doch. Gehen wir hier lang. Gehen wir kein Risiko ein. Hier rüber. Gehen wir auch kein Risiko ein. So. Ah, das geht. Okay, das ist schön. So. Na. Rüber, 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 rüber. Und geschafft. Yay! Verbindung erfolgreich. Juhu. Und jetzt? Okay. Es ist ein paar Wochen her seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich. Ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Einen Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay.
Kismarik, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier. Einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, habe ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann, kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen. Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel, mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht. Für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der Richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete? Oder... Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich wohl leben. So eine Ehre. Ich bin müde. Melde mich später wieder. Ciao. Oh, ich find's krass, dass man jetzt erst mal so richtig mitbekommt, wie arg ihn das eigentlich immer geschlaucht hat. Ich meine, zu Anfang war er sicher sehr, sehr unsicher und alles und hatte dem auch nicht wirklich den nötigen Ernst geschenkt. Und irgendwann dann mit der Zeit hat er es halt wirklich ernst genommen, hat bemerkt, dass das alles kein Spiel ist und dass es wirklich knallharter Ernst ist und alles. Aber man hat nie mitbekommen, dass es ihn wirklich so arg schlaucht. Also dass es ihn auch wirklich so extrem müde macht und so. Ist krass, dass man das jetzt alles erfährt. Das ist schon Hammer. So, was haben wir denn hier? Ach Gott, nein. Nicht schon wieder. Ich möchte den Ball gerne haben. Den finde ich toll. Obwohl ich denke mal, auch der wird dann irgendwann mit der Zeit mal schwerer. Das waren jetzt ganz, ganz viele knappe Moves. Ja, genau, den habe ich versaut. Den habe ich erst recht versaut. So, komm. Los. Der war knapp. So, komm, rüber, rüber, rüber. Den schaffen wir. Los. Und auch hier. Und so. Und jetzt haben wir es. Es ist übrigens egal, wo ich einlogge. Es kommt immer das Gleiche raus. I have now resumed the practice of dressing as a man.
I have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been. How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam, are you awake? Basil? Miriam, they're coming for me. Oh, is it guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam, but I must tell you something. The artifact, we have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me! They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. The spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Cell 7! Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years, and I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again, please. All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Vidic called my ex-husband last night.
He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be faster using Vidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments, Signorin. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Reiser hat das Aufnahmegerät nicht überlebt. Klingt auf jeden Fall so. Ich denke mal, das war jetzt, es stand ja Subjekt 0, das heißt der erste, der jemals da in Animus gesteckt worden ist. Es klang jetzt aber eher nach dem Beginn zwischen der großen Hetzjagd zwischen den Assassinen und den Templern in unserer Zeit, also in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt gerade sind, halt einfach ein paar Jahre davor natürlich, als Subjekt 0 da war, dass der Typ halt dann schlussendlich, denk mal, das waren zuerst die Assassinen, die da angefangen hatten, das Artefakt zu suchen und alles, und dass die auch sponsort wurden von diesen Lillian, weißt du? Und dass der Typ halt sich dann schlussendlich, denke ich mal, den Templern zugewandt hat, weil sie ja doch dezent andere Ziele verfolgt hatten. Und wie man es halt so kennt, das schaukelt sich dann halt irgendwann hoch bei zwei verschiedenen Fraktionen. Ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem hier weiter. Also alles, was wir jetzt hier noch... Das verwirrt mich immer wieder, wenn er hier speichert. Alles, was wir hier jetzt noch weiter abgrapschen können... Ich habe gerade grapschen gesagt, ne? Das machen wir auch. Damit wir uns dann wieder Edward hingeben können. Weil die ganzen Freigaben dann mit 2 und 3, wenn wir das alles auf einmal machen müssen, wäre es dann doch ganz schön viel. Der steckt leider gerade in seinem Animus. Das ist natürlich schade, können wir nicht hacken. Der steckt auch in seinem Animus. Gibt es irgendeinen, der mal nicht arbeitet außer uns? Waren wir hier drin jetzt schon? Nee, Level 2, da kommen wir eh nicht rein. Brauchen wir doch gerade. Oh. Das ist schlimm, da habe ich mich schon beim ersten Mal spielen, habe ich mich da extrem vertan. Können wir zu ihr rein endlich? Nö. Okay. Ja, schon beim ersten Mal durchspielen war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich hier immer wieder verlaufen. Das heißt verlaufen, ich kam dann immer ans gleiche Büro und alles. Auch ganz schlimm. Ach, das ist sogar unser. Nee, da wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen ja gucken, ob wir hier irgendwie noch was machen können. Scheint aber gerade nicht der Fall zu sein. Hier waren wir zu Anfang drin, ne? Ja. Das war der Anfangsbereich. Da können wir hier wieder raus. Wir können schneller laufen, dass ich das auch mal vergesse. Schlimm. So, der hier ist auch ganz brav am Arbeiten. Hier ist das Klo. Hier ist die Cafeteria. Naja, wenn man das als Cafeteria bezeichnen kann. Gut, hier sind sonst alle am Arbeiten. Okay, cool. Uns wäre aber. Okay, wir hören uns später, alle klar. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hoch. Vielleicht können wir. Vielleicht sind sie ja gerade nicht da, die CEOs. Oder der CEO. Ich kann mir ja bei ihm im PC reingucken. Na? Kann ja mal gucken. Schadet ja nichts. Tut uns ja nicht weh. Immer. Sie sitzt an ihrem Rechner. Na? Bonjour. Nee, die ignoriert uns. Okay. Oh, hier können wir gar nicht mehr rein. So jetzt doof. Gut, hat sich das erledigt mit dem Raum hier, denke ich mal. Oder nee, Moment, warte mal. War nicht hier hinten irgendwie noch ein Raum? Müsste ja. Mal. Das war das Klo. Hier ist noch einer. Oh, das ist auch Level 2. Hm, doof. Natürlich doof. Tja, dann
bleibt uns wirklich nichts anderes mehr übrig. Wir müssen wieder in die Karibik zurück. Wir haben ja schließlich hier einen Job, den wir erledigen sollen. Na denn. Und runter geht's. Nein. Da, zweite Etage müssen wir. Und ich mich aber auch stark. Ich meine, wie groß müssen die Abstände zwischen den einzelnen Etagen sein, wenn wir ja nur die Lobby haben, dann den zweiten Stock, unser Arbeitsbereich und den dritten vom CEO, aber vom CEO aus. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Support in die zweite Etage, Sample 17 Projekt. Ja, was sagt die denn hier die ganze Zeit? Was hat denn das zu bedeuten? Subjekt 17 ist immer noch Desmond. Das wird auch immer Desmond bleiben. Hm. Was für ein Support denn? Ah, klärt mich auf. Jetzt finde ich meinen Schreibtisch nicht. Doch, hier. Ha. Einzige, der nicht am Arbeiten ist, fauler Sack. Oh, wir haben Statuen dazu bekommen. Ah, Herr Dingens hier. Oh, der Gouverneur war das, glaube ich. Und... ist das nicht der Typ, den wir umgebracht haben? Ja, natürlich. Mit dem wir die tolle Waffe bekommen haben. Ah, hier auch überall wieder Assassin's Creed übrigens, die älteren Teilen. Abstergo, die hat sogar eine eigene Zeitschrift. Schön zu wissen. Wo steht denn die Wasserflasche neben dem Mülleimer? Hm. Brauchen wir, glaube ich, nicht wissen. Stehen echt überall die gleichen Bücher. Krass. Gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Jetzt haben wir mal einen Tag bei Abstergo verbracht. Und in der nächsten Folge geht's dann wieder mit Edward weiter. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.